Moin Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Edna bricht aus. Die letzte Aufnahme ist etwas her, deswegen habe ich gerade keinen wirklichen Schimmer, wo wir waren. Ich habe gerade nur noch mal kurz in die letzte Aufnahme reingeschaut, um wieder zu sehen, ja, wir hatten den Generalschlüssel gerade bekommen, hatten uns mit dem Alumon unterhalten und waren jetzt noch, hatten jetzt folgende Probleme. Wir müssen A, den Fluchtwagen quasi, bereit machen. Warum gehe ich hier hoch? Ich weiß es nicht. Also wir müssen den Fluchtwagen bereit machen. Und auf der anderen Seite müssen wir noch es schaffen, dass wir mit dem Ding ins Fahren können. Dass wir durchs Tor kommen überhaupt. Dass wir das Tor aufkriegen. Und ich weiß bei beiden Situationen damit nicht wirklich weiter, deswegen... Ach ja, wie war das Essensrätsel nochmal? Da waren wir ja. Wir mussten ja irgendwas hier auf die Reihe kriegen mit dem ganzen Futter. Und ich habe keinen Schimmer, was... Speiseplan. Es klingt so, als ob da drin geht. Ja, schau. Da gehe ich lieber nicht. Es wimmelt. Ja, es wimmelt nur so von Wachen. Bla 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 bla, das Übliche. Damit wird das. Können wir den Trolley. Genau, wir konnten. Das könnte klappen. Ja, genau. Wir konnten nämlich unter die Tische fahren. Ach, ich habe aber keinen Schimmer mehr, wie das Rätsel ging. Also sogar keinen. Mal überlegen. Also, wir können ja ihm hier in den Fuß pieksen. Und ich könnte mit Hoti und Mutti was machen. Gute alte Ja, wir konnten den ihre Schnürsenkel zusammenknoten. Können wir mit dem Trolley wieder wegfahren? Ich glaube, wir müssen erreichen. Ach, was müssen wir erreichen? Geben wir dem Bienenmann doch mal die Klöße. Keine Ahnung. Ich glaube, es hat was mit dem Bienenmann auf sich. Wir gehen jetzt mit ihm die ganzen Sachen durch, habe ich beschlossen. Und gucken, ob wir ihm in den Fuß pieksen können. Komm schon. Bevor ich anfange für uns. Okay. Das hilft uns nicht weiter. Was können wir denn machen? Gehen wir. Ganz ehrlich, wir gehen einfach mal die Sachen durch. Also. Am Anfang hatte er den Mokka-Pudding. Ich glaube. Das weiß ich noch. Ich klicke mich jetzt einfach mal da durch. Einfach weil ich rausfinden will, ob ich irgendwas machen kann. Bevor ich anfange. Oder ob ich wirklich erstmal noch irgendwas anders machen muss. Sonst weiß ich echt nicht, was ich da machen soll. Also, Schrotklöße hatten wir, Kartoffeln hatten wir. Brei hatte er am Anfang, geben wir ihm Hähnchen. Ganz am Anfang hatte er den Mokka-Pudding, wenn ich mich richtig erinnere. Das könnte klappen. Mal schauen. Okay, er kämpft mit dem Hähnchen, das sehen wir. Bevor ich anfange... Anschauen. Der lädt geradezu zu einer brutalen Gewalttat ein. Das ist ja nett. Mit bloßen Händen fasse ich. Vielleicht ist es... Ja, können wir irgendwas anschauen. Die beiden teilen sich denselben Magen. Ach ja, das war's. Okay, ich sage, wir gehen mal zurück. Ich glaube, wir kommen hier gerade noch nicht weiter. Hier durch die Tür. Ich sagte durch die Tür. Also, wir konnten... Das war der eine Punkt, wo wir gerade hingen. Aber da hatten wir dieses Rätsel. Außerdem mussten wir noch irgendwie das Auto aufkriegen. Wir haben schon alles mitgenommen, was es da gab. Brauchen noch ein Ersatzrad. Das kriegen wir an der Limousine. Irgendwie müssen wir die Tür aufkriegen. Ich komme nicht mit... Wobei, damit kann uns wahrscheinlich der Schlüsselmeister dann helfen. Oder könnte ich mir zumindest vorstellen. Ansehen. Es ist das fünfte Rad am Wagen. Wie können wir das Ding mitnehmen? Wir haben hier die Limousine. Netter Schlitten. Warum können wir eigentlich einfach in die Limousine einsteigen? Ah, das ist ein Schild. Wofür dieses P wohl steht? Pavian Popo. Dann muss das Dr. Marcells Limousine sein.
Ach, wie nett. Genau dafür steht's. Warte. Nein, versuch was anderes. Das ist nicht destruktiv genug. Ach Mann. Aber Ketchup und Senf auf einer Limousine, da freut sich Dr. Marcel doch bestimmt. Oh oh. So, jetzt kommt. Ah, wir haben ihn erfolgreich demoliert. Wer war das? So. In der Zeit, in der er nicht da ist, kommen wir ja hier vorne rum. Ich überlege gerade. Hier gehen wir zum Gang. Müssten wir nicht eigentlich auch mit dem Generalstress auch hier durchkommen? Na egal, bringt uns denn nicht wirklich was? Nicht nochmal. Ich weiß, was mich da erwartet. Na gut, dann halt nicht. Es klingt so, als ob da drin gegessen wird. Ich riskiere mal einen Blick. Okay. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so von Wachen. Okay. Ich überlege gerade. Warte, ich gehe nochmal zurück, gucken, ob der Typ wieder da steht. Oh, oh. Ja. Da steht Dr. Marcells Chauffeur. Don't cry for me, Argentina. The truth is... Hallo? Ist da wer? Ich suche lieber einen anderen Weg. Grandioser Sänger. Hust, hust. Vor allem dieses wundervolle Englisch. Das ist unglaublich. Nein. Ja. Also, das ist so... Man merkt, dass hier noch nicht so viele Stimmen zur Verfügung standen, quasi. Ich guck mal, ob wir mit dem Schraubenschlüssel schnell das Ding abnehmen können, die einen Ersatzreifen. Wenn ich ganz vorsichtig bin, dann schaffe ich es vielleicht, ohne die Alarmanlage auszulösen. Ah. Hey, wir haben es geschafft. Das hat mich jetzt irgendwie überrascht. Okay. Dann würde ich mal sagen, geht das nicht? What? Warum geht das nicht? Hallo? Können wir... Hast du das gesehen, irgendwas Harvey? Tun? Hallo? Ich habe einfach den Schraubenschlüssel benutzt. So konnte ich den Ersatzreifen problemlos von der Limousine lösen. Ich bin intellektuell unterfordert. Willst du zurück zur Gruppentherapie? Yippie! Harvey braucht keinen Ersatzreifen. Bei ihm ist nie die Luft raus. Okay. Können wir den Reifen kaputt machen? Ob das so eine gute Idee ist? Ach komm schon. Das ist ein Adventure. Was soll schon passieren? Oh oh. Okay, ich dachte schon, im Moment, sie hätte den Reifen jetzt kaputt gemacht. Dann wäre ich sauer gewesen. So, wir gehen raus. Ich frage mich, was passiert, wenn der Chauffeur jetzt kommt, ob jetzt irgendwas anderes passiert. Hallo? Geh zu raus, los. Oh, komm, das muss gehen. Ne? Mit den Reifen. Oh! Oh oh. Au! Das hat wehgetan. Toki, du Arsch. Wer war das? Das war laut. Wir können direkt wieder vor. Ah, die arme Limousine, das arme Auto. Wir können doch bestimmt irgendwas. Wir müssen brauchen. Nein, versuch was anderes. Gut, das machen wir weiter kaputt. Und hoffen, dass es nicht so laut wird. Können wir drauf kritzeln? Nein, versuch. Okay, wir haben zerkratzt, wir haben mit dem Poloschläger draufgehauen. Nein, versuch. Okay, wir können kleine Spuckekügelchen draufschießen. Mit der Zickzackschere. Ha! Okay, nix. Oh, oh. Mit der scharfen Kante mehr. Au! Sorry, ich habe mich gerade ein Stück zurückgelehnt, deswegen war ich gerade wahrscheinlich ein Ticken leiser. Aber au, das hat wehgetan. Okay, du bist grausam. Hier hätten wir auch den Zen-Garten.
dem wir noch irgendwas machen müssen. Ach ja, ich erinnere mich, ich habe ein wunderschönes Tee gelegt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen kann. Ich habe wirklich keinen Schimmer. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie das Chi vom Aluman stören oder sowas. Das wird noch Sinn ergeben. Jedenfalls erinnere ich mich an irgendwie sowas. Hört mal, ob wir hier oben irgendwas machen können. Ob wir hier noch irgendwie weiterkommen. Beim netten Wachmann. Wer ist da? Na warte, dich krieg ich. So, schnell hier in den Spind. Tschüss, Kumpel. Hey, wo bist du hin? So, schnell hier raus und schnell nach oben. Und machen wir es mal mit dem Schraubenschlüssel am Kabelschirm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das klappt, aber versuchen kann man es. Das Kabel ist nicht geschraubt. Es ist Oh nein. Okay. Hey, da bist du ja. Wie bist du an mir vorbeigekommen? Spiel da nicht dran rum, sonst gibt's Ärger. Marsch, zurück zu den anderen. Und lass dich hier nicht wieder blicken. Okay, vielleicht brauchen wir ja noch irgendwas anderes, um die Sachen hinzubekommen. Da kommen wir ja nicht wirklich weiter, leider. Okay, was machen wir denn als nächstes? Hier können wir hinter das Haus, zum Haupttor oder zur Limousine gehen. Oder auch zum Haupteingang. Aber der Haupteingang bringt uns gerade nicht so viel. Glaube ich. Das geht ja nicht. Lieber nicht. Da sitzt diese Wache am Empfang. Okay. Hier ist die Limousine. Mit dem Pavian-Popo-Schild. Harvey, was sagst du zum Auto? Was hältst du davon, Harvey? Das Auto verspottet uns. Ja, ich höre das auch. Und was nun? Na was wohl? Wir spielen Autofriedhof. Autofriedhof. In diesem Bild ärgert sich Captain Unbrauchbar, dass das Honkmobil nicht über den TÜV gekommen ist. Ach, armer Captain Unbrauchbar. Natürlich sehr schlecht. Können wir es vielleicht mit der Hilfe der Polizei mal einen Abschlepper rufen oder sowas? Nein, versuch was anderes. Ach, Mann. Ich will die Sachen nicht verwenden, das ist jetzt wieder laut. Nein, versuch... Das ging nicht, genau. Okay. Ich denke mal, wir werden die Starterkarte brauchen, um den Truck hier zu starten. Das klingt ja recht logisch soweit. Hier haben wir die Autotür, wir haben das Fenster... Zu. Immer dasselbe. Wie komme ich da nun wieder rein? I don't know. Lasst uns mal überlegen. Ja. Wenn dieser Lappen auf die Tür trifft, überträgt er mit etwas Glück seine extreme Labbrigkeit auf das Wagenblech. Ja. Und dann können wir die Tür einfach aufhalten. Das wird garantiert funktionieren. Nichts. Wir geben diesem Plan lieber noch etwas Zeit, damit er reifen kann. Gute Idee. Ich sehe schon, es wird für so ein Part von reinster Produktivität. Können wir ich habe eine Idee. Vielleicht ein kleiner Bügel? Sowas lernt man aus dem Fernsehen und aus Computerspielen. Ha! Es hat geklappt. Und nun? Ich kann nicht fahren. Ich sollte mir Hilfe holen. Edna, du bist auf der Flucht. Natürlich kannst du fahren. Können wir uns nicht wenigstens mal reinsetzen? Hallo? Ach Mann. Fragen wir doch mal den Adoman, ob er Auto fahren kann. Man weiß ja nie. Achso, da müssen wir aber wieder die nette Wache ablenken. Keiner ist doch den Umweg über den Wäschelift jetzt. Dauert immer so lang. Nehmen wir den Poloschläger, der war nicht so laut. Ich weiß, es ist, aber es. Ja, das wollte ich nicht. Poloschläger mit Limousine. Muss auch interessant sein. Frag mich, was der Poloschläger ist, wenn er sich so anhört auf dem Auto.
Let's get upstairs. Hallo. Hallo. Kannst du Auto fahren? Hier. Nein! Ah, damn it. Bin zu weit gelaufen. Moment, ich komme jetzt eigentlich in die Residenz rein, ohne dass da jemand ist. Tatsache. Können wir irgendwas machen? Nein, okay, habe ich auch irgendwie nicht erwartet. Weil, wer weiß, man hätte ja theoretisch irgendwas Interessantes finden können. Geh zur Tür. Alu, ich muss mit dir reden. Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Immer noch am Ausbrechen? Ja, hab den Generalschlüssel. Ich habe den Generalschlüssel. Wir können verschwinden. Nichts überstürzen, Kind. Weißt du denn überhaupt schon, wie du durch das Haupttor kommst? Ja. Wir besorgen uns ein Vehikel und tricksen den Wächter am Tor aus. Die Idee ist so verrückt. Die muss einfach funktionieren. Sag mir Bescheid, wenn du ein passendes Fahrzeug gefunden hast. Ach, okay. Ich komme dann. Wir haben ein Fahrzeug gefunden, aber es bringt uns noch nicht weiter. Aber was ich mich gerade frage, wir haben ja jetzt hier jede Menge leere Räume. Können wir nicht vielleicht irgendwo noch was finden, was wir mitnehmen können? Das heißt, wir sind jetzt alle unten beim Essen. Das heißt, wir können jetzt einfach mal zum Beispiel. Hier war das Klo, glaube ich. Mal gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Zweifelst du, aber man weiß ja nie. Nee, hier haben wir nur das Fingerfood und so weiter. Hat es irgendjemand noch verboten, irgendwas mitzunehmen? Gab es da noch irgendjemand? Ich frage mich das gerade. Ich glaube nicht. Die Wachsstifte müssten wir jetzt mitnehmen können, theoretisch. Auch wenn ich nicht weiß, was sie uns bringen sollen. Nehmen, los. Nein, der Kugelschreiber ist um Klassen besser. Ach komm schon. Mann, no. Den Generalschlüssel, den wir nicht mitnehmen können und so weiter. Naja, okay. Ich würde einfach sagen, ich überlege mir mal bis zum nächsten Part, wie wir hier weiterkommen und hoffe, dass mir irgendwas einfällt. Und wir jetzt erstmal sagen, ich beende den Part für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn ich hoffentlich eine Ahnung habe, wie wir weiterkommen. Und ich wiederhole mich, ich sollte aufhören. Ciao.